Welche Funktion hat die Leber? Die Leber zählt zu den größten inneren Organen und nimmt eine Vielzahl lebenswichtiger Aufgaben wahr. Die Leber befindet sich unter den Rippen rechts oben im Bauch und wiegt bei Erwachsenen etwa 1,5 Kilogramm. Sie ist außergewöhnlich stark durchblutet. Unter anderem wird über die Pfortader pro Minute ca. 1 Liter Blut aus dem Darm in die Leber transportiert. Dieses Blut enthält Nährstoffe, aber auch Giftstoffe und Medikamente. Die Leber gewinnt aus Nährstoffen wie Fetten, Kohlenhydraten und Eiweißen Energie für den Körper. Oder wandelt diese Stoffe so um, dass sie in der Leber gespeichert werden können. Auch Spurenelemente wie Eisen und Vitamine können in der Leber gespeichert werden. So kann die Leber dem Körper verschiedene Stoffe bedarfsgerecht zur Verfügung stellen und mit ihren gespeicherten Energiereserven problemlos 24-stündige Nahrungspausen überbrücken. Die Leber ist weiterhin für die Entgiftung des Blutes zuständig. Schädliche Stoffe, die im Körper entstehen oder von außen aufgenommen werden, wie zum Beispiel Alkohol oder Abbaustoffe von Medikamenten, werden hier so umgebaut, dass sie ausgeschieden werden können. Des Weiteren stellt die Leber verschiedene Eiweiße her, zum Beispiel für den Transport von Stoffen durch den Körper und ebenso für die Blutgerinnung. Außerdem ist die Leber für die Produktion von bis zu 1 Liter Gallenflüssigkeit pro Tag zuständig, die in der Gallenblase gespeichert wird. Sie kann von dort an den Dünndarm abgegeben werden und hilft dort dabei, Fette zu spalten und in den Körper aufzunehmen. Übrigens, die Leber kann als einziges menschliches Organ nach einer Verletzung oder Operation ihr Gewebe erneuern und zu ihrer Ursprungsgröße nachwachsen.